Wie gesagt, jeden Tag ungefähr 400 bis 500 Patienten in der ambulanten Vorstellung. Zwei Krankenhäuser und eine Krankenstation für die unterernährten Kinder. Ein großes Impfprogramm, das jedes Jahr ungefähr 60.000 bis 70.000 Kinder erreicht. Und ein großes ambulantes Tuberkuloseprogramm, das jedes Jahr ungefähr 800 Tuberkulosepatienten betreut, behandelt, die meisten von ihnen ausheilt. Das ist so ungefähr unser Zuschnitt.